Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Biografie eines Dealers Box von MC Boogie. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Biografie eines Dealers von MC Boogie, limitierte Fanbox. Hier oben lesen wir noch mehr Ketten Entertainment präsentiert. Das Ganze hier in so einer goldenen Bilderrahmenoptik. Und hier haben wir dann MC Boogie in weißer Pulverschrift. Hier unten mehr oder weniger in so einer Tag-Schrift, Biografie eines Dealers. Und hier sehen wir dann auch noch einen 500-Euro-Schein zusammengerollt. Und ein Tütchen, ein Päckchen, ein Säckchen mit grünem Inhalt. Okay, also passend zum Thema Biografie eines Dealers. Auf der Unterseite haben wir die Credits bzw. die Menschen oder Labels, Instanzen, die daran beteiligt waren. MC Boogie, Biografie eines Dealers lesen wir hier. Hier lesen wir nochmal Biografie eines Dealers, im Hintergrund MC Boogie, der Schriftzug. Hier nochmal dasselbe plus dem Zusatz limitierte Fanbox. Und auf der Rückseite lesen wir Biografie eines Dealers, limitierte Fanbox Inhalt. Wir haben einmal das Album, Premium Edition inklusive Instrumentals, Tütchen mit Schnellverschluss, digitale Taschenwaage, King-Size-Blättchen und Filtertipps. Und hier noch einen Barcode. Okay, es ist eine relativ kleine, so eine kompakte, kleine Clubbox. So, wir haben einmal die digitale Taschenwaage, einmal die Tütchen, einmal die Papes und einmal die Filtertipps und natürlich das Album an sich. Ansonsten die Box von innen weiß. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier Boogie auf der Couch sitzen, mit weißem Pulver, mit Bargeld. Und hier sieht man diesen goldenen Bilderrahmen. NMK-Anhänger, also noch mehr Ketten Entertainment. Und hier auf der Rückseite haben wir schon die Tracklist. Wir haben insgesamt 17 Tracks. Und wir haben Features von Mach One, Mosh 36, Belage, Amor, Jonesman, Osan, Ibo, nochmal Ibo, Bastard, Belage, Amor, Osan, nochmal Ibo, Big Baba, Frauenarzt und Belage. Okay. Und auf der CD2 haben wir dann die Instrumentals. Meine Favoriten vom Album sind einmal Downtown, also der Track ist mir speziell im Gedächtnis geblieben. Und bin gerade überlegen, Himmel, Nummer 12. Okay, und hier hinten sehen wir nochmal Boogie, wie er gerade, ja, sieht so aus, als würde er gerade Geld zählen. Und hier eine leicht bekleidete Dame mit einer AK-47. Gut, dann schauen wir mal hinein. Muss ich noch das Booklet herausbekommen. So. Booklet relativ dünn gehalten. Wir haben hier nur zwei Seiten. Einmal, was haben wir hier? Eine Danksagung. Und dann hier die Tracklist. Nochmal aufgeschlüsselt. Und hier haben wir die Möglichkeit, ein Wendecover reinzumachen. Also, das ist das Standardcover, aber natürlich könnten wir auch dieses hier verwenden. Hier noch zusätzlich der Verbraucherhinweis. Je nachdem, was euch besser gefällt, also ich finde das besser, speziell auch weil der Verbraucherhinweis nicht drauf ist, deshalb werde ich das Cover beibehalten. Gut, dann haben wir die Album-CD, Biografie eines Dealers, in Schwarz-Silber gehalten. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich noch eine CD2, die sind silber-schwarz gehalten mit den Instrumentals.
Und hier nochmal die leicht bekleidete Dame, wie sie gerade das weiße Pulver konsumiert. Das ist natürlich nicht gut. Ich kann jedem, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, nur raten, don't get high on your own supply. Gut, dann haben wir die Tipps. NMK Entertainment, also noch mehr Ketten Entertainment, steht hier auf jedem einzelnen. Daumen Kino. Dann haben wir die Papes. Die King Size Papes, Biografie eines Dealers, lesen wir hier. Ja, schön gestaltet. Und dann haben wir hier in einem kleinen Säckchen, in einem kleinen Tütchen, weitere Tütchen verpackt. Also, wenn wir das Ganze öffnen, dann haben wir hier, also es dürften wohl genau dieselben Tütchen sein, diese hier einfach quer drinnen und diese ebenfalls mit Schnellverschluss. MC Boogie Arts and Keeper lesen wir hier. Also ihr kennt das, hier einfach zusammendrücken, dann sind diese luftdicht verpackt. Was auch immer ihr da rein tut, ist natürlich euch überlassen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt die digitale Taschenwaage. MC Boogie. Okay, hier haben wir auch die Hinweise. Und hier lesen wir, digitale Taschenwaage, grobes LCD-Display, nicht grobes, großes LCD-Display, Tara-Gewichtfunktion, separate Wiegschale, Hightech-Ladezellen, lange Batterielaufzeit und zwei AAA-Batterien sind inkludiert. Bundle-Item, nicht für den Einzelverkauf. Okay. Noch gebrandet mit Berlin Crime. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben dann auch noch eine Gebrauchsanleitung. So, das Ganze noch in Plastik. Auch hier wieder MC Boogie Logo. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier auch wieder so eine Folie drüber. Okay. Gar nicht so leicht, die da runter zu machen. Die ist relativ fest. Ah, jetzt ist natürlich hier am letzten Eck noch abgerissen. So, aber jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt ist nur die Frage. Nicht die andere. Ah, alles klar. Wäre auch blöd. Die Plastikbatterien sind natürlich noch eingeschweißt. Bedeutet, wir müssen jetzt hier das Plastik noch entfernen, um diese entsprechend einzusetzen. So, wo geht denn das Ganze auf? Einmal. Und zweimal. Dann schauen wir doch gleich mal. So, na bitte, da leuchtet das Display schon. 0,0. Jawohl, sehr gut. Jetzt schauen wir gleich mal zum Test. Also wir nehmen zum Beispiel diese Filtertipps hier. Also gut. Muss ich die vielleicht mal kurz abstellen. 1,5 ist natürlich nicht richtig.
So, 0,0. Es ist nur die Frage, so, Gramm, hier haben wir es. 11,9 Gramm, alles klar. Wie viel wiegt das hier? 6,7 Gramm, 6,6, 6,5. Okay, gut, also die scheinen zu funktionieren. Und wir haben hier noch mit dem T die Möglichkeit, ich sehe das noch kurz in der Anleitung. Genau, hier steht's. Also T dürfte in dem Fall dann für Unit sein und hier haben wir dann die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu messen, also verschiedene Einheiten. Ja, in unserem Kulturraum wird wohl das G am besten geeignet sein. Okay, ja, das war's soweit. Wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese digitale Waage. Taschenwaage, dann einmal die Papes, die Päckchen bzw. die Tütchen, die Tipps und das Album an sich inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Falls ihr MC Boogie noch nicht kennen solltet, was ich jetzt mal bezweifle, spätestens seit den legendären Interviews, die er für TV Straßensound führt, kann ich euch nur seine vorigen CDs ans Herz legen, unter anderem zum Beispiel diese hier, Kontroverse Verse, weil die so mehr oder weniger eine Best-of-CD seiner bisherigen Werke. Ja, die gibt es auf jeden Fall noch im Handel, sowohl im Internet als auch im Laden. Und ansonsten, das ist meines Wissens die einzige Box, die bis jetzt von MC Boogie herausgekommen ist. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Boogie unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.